Alter, okay. Leute, wir gehen rein in die Streamclips Germany, Folge 256. Unerwartete Berührungen und ich sehe direkt im Vorschaubild ein fantastisches Stillleben. Nein, nicht Stillleben, ein fantastisches Standbild von Cardi Cosplay. Cardi Cosplay im Wario-Kostüm. Im Wario-Cosplay. Wie stark ist das denn? Ich hab sie erst gar nicht erkannt. Cardi, what the fuck? Holy shit. Geil. Ich dachte mir so, warte mal, den kenne ich doch. Hä? Okay, ich dachte mir so, geil, Wario, ne? Wario, absolute Liebe. Cardi und ich streiten uns immer, wenn wir zusammen Mario spielen. Egal, ob es jetzt irgendwie gegen Vic, Feli und so weiter ist, ne? Wir haben schon ein paar Mal gezockt. Und das Ding ist, wir battlen uns um Wario. Wario, bester Charakter. Sowohl bei Mario Kart als auch bei Mario Party und so weiter. Sehr, sehr geil. Und jetzt durfte sie endlich hier für uns Wario cosplayen. Ich muss sagen, es ist schon sehr stark. Ja, ich weiß noch die eine Runde, wo Cardi Wario nicht bekommen hat, weil ich ihr vor der Nase weggeschnappt habe. Und sie dann dachte, sie wäre Wario. Und es war einfach so ein Durcheinander. Das ist richtig geil. Okay, also wir starten rein. Folge 256, let's go. Hallo und herzlich willkommen bei Streamclips Germany. Let's go. Cardi, gelb steht hier. Oh oh. F. Self-denied. Stark. Dein Tank ist leer. Amanda, oh, einfach. Gott sei Dank bin die ich hier. Grindet aber auch hart den Euro Truck Simulator, ne? Oh shit. Oh, oh. Ja. Oh, so kurz vor der Tanke. Eine neue Route finden. Oh oh. Oh nein. Nein! Geil. Kein Problem. Ich finde einen. Nein! Ja, komm, kurz aussteigen. Da vorne ist auch eine Tankstelle. Ja, kurz aussteigen, abholen. Ich empfehle, wenn man da alles blockieren. Ist, aufs Geld zu achten. Ja, das glaube ich. Deswegen wäre auch nicht unbedingt aufs Geld achten, wenn ich da bin. Deswegen, ja. Oh, oh, du hast dein Köpfchen gestoßen, Finley, geht's? No. Oh, du hast so dein Köpfchen am Mikrofon gestoßen. No, feini. Bigfoot. Ah, das ist dieses Game. Sieht doch nicht so schlimm aus. Vielleicht hilft da ein bisschen Lametta. Ja, Lametta. Sieht gut aus dann. Guck mal, sie hat so viele Camps gefressen. Das macht nicht sie. Das macht nicht ihr Körper. Das macht ihr drittes Auge. Ah, ja. Mhm. Ja, Psychic Mind einfach, Mama Murphy, stark. Hanna! Okay, Kontext dazu, wer das Spiel nicht gespielt hat, ne? Fallout 4, das hier ist Mama Murphy, heißt sie, glaube ich. Und die ist übelster Junkie, ja, deswegen so viele Camps gefressen etc. Fallout ist Drogen nehmen, Camps irgendwie gang und gäbe. Und die hat so viel in sich reingeballert, dass dieser Glitch... einfach sie dazu gebracht hat, dass sie mit ihren psychischen Kräften und ihrer Wahrsagerei dieses Gewicht stemmen kann. Warum ist sie überhaupt auf dieser Bank? Die hat doch nichts verloren. Die sitzt normalerweise irgendwo in so einem Stuhl und macht sonst gar nichts. Aber wild, geiler Glitch. Hanna! Hanna! Was machst du? Ist das Asche-Stream? Da haben wir es wieder. Asche oder Milchbaum ist einfach... Bestell mir immer ein das Gericht, macht es nicht, Bess. Ich habe einen Blackscreen. Nee. Super schnell geht's. Ach. Was? Okay. Noch ein bisschen. Yes. Nein. Sefer, kann man springen? Bleib hier, hast du ein Hole in One gemacht. Mhm. Ja, stark. In der Woche vor Ostern war ich auf Tagung und da war auf der Herrentoilette waren auf der Herrentoilette sogar OBs, also hier ja OBs. Okay. Ja, warum ich nicht? Ich würde sagen Damenstöpsel. Wie heißt denn das richtig? Tampon, danke. Okay, also ja, warum nicht? So, generell Hygieneartikel, warum nicht? So, ne? Also, pff, kann man machen. Ich hatte nur eine seltsame Erfahrung mal. Das war, glaube ich, bei der Kaktus, ne? Also, falls ihr das seht, Grüße gehen raus. Ein Vater mit Sohn, glaube ich, war das. Also, Vater mit Kind auf jeden Fall. Ich glaube, es war
sein Sohn. Und dann haben die sich hier erst so vorgestellt, haben deswegen Streamclips Germany und so weiter, ne? Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, die sehen das. Grüße gehen raus. Und die waren super lieb. Aber kennt ihr diesen awkward Moment? Du bist so am Verabschieden und du siehst dich 5 Sekunden später, während beide auf die Toilette gehen. Das ist so, wie wenn du dich jemanden verabschiedest und dann gehst du in dieselbe Richtung. So ein Ding war das. Oh. Und dann läufst du nicht so permanent gegen, also über den Weg so. So, ich glaube, ihr habt das genauso gefühlt, falls ihr das seht, ne? Aber das ist so dieser awkward Moment einfach. Daran musste ich gerade denken. Bis unser Kleid. Ja, die geht so. Oh. Ah, die Frage, grüß dich. Okay, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Hä, das wäre das Erste, was ich ausprobiere. Als ich gerade das Game schon gesehen habe, dachte ich so erstmal. Und dann kann es ja weitergehen. Ja. Die Person wusste ja nicht, dass Kev die größten Skill-Issues hat. Ich finde die... What the fuck? Stark. Ist das nicht... Das ist shiny, oder? Ja. Geil. Ich hab meinen Stuhl kaputt gemacht. Ja, komm, ja, Stuhl ist immer. Oh mein Gott. Ist doch geil. Fucking Gott. Worth it. Rastet. 13. August. Ich habe ein paar Tapeten geschossen. Nee. Ich würde auch 2 Stühle hergeben. Wie kann man denn das lesen? Was ist mit mir? Wie kann man sich so verlesen? Trouble. Der hat auch so eine geile Stimme, ne? Das hätte ich mich erinnert. Skurskurf. Ja, einfach go with the flow. Einfach mitmachen. Ja. Okay. Ja, da ist er, der Harald. Warte, welches Harald. Spiel war das? Welches okay. Spiel war das? Dead by Daylight? Nee, das hat er davor gespielt, oder? Okay. Das ist nicht das Game. Ja, da ist er, der Harald. Harry! Harald. Tschüss, Harry! Ja. Ist gegeben, aber ich mag es eher schnell anstatt hart. Wait. Wait, nein, so meinte ich das nicht. Ja. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Woo! Ihr wollt mir erzählen, ihr hört die Musik die ganze Zeit nicht? Oh. Trotzdem, du hast sie für uns gesungen. Geil. Okay, Ananas mit oder ohne Pizza? Ich dachte gerade ganz kurz, das wäre so ein Fall von hier mit Hashi hat die Tonspur im Hintergrund nicht laufen, also beziehungsweise laufen, aber wir hören sie halt im VOD nicht. Aber ey, umso besser, wenn ganz Chat sie live auch nicht hört und er sie für uns mitsingt. Ist doch geil. Ist doch geil. Clips out of context, immer super, ne? Hi, Karas, grüß dich. Hi, Ratterstärchen. Okay, Ananas mit oder ohne Pizza? Ich meine... Also, ja, Ananas kannst du behalten, ich nehme die Pizza, aber ich nehme auch eine Ananas und eine Pizza. Und zur Not tut's für mich auch die Pizza auf Ananas. So, okay. Ja. Also ich würde sie nicht extra bestellen, aber Pizza ist immer gut. Pizza ist Pizza. Aber Ananas so auch geil. Ich hab eingeatmet. Das ist wichtig zum Überleben. Und ich konnte heute dieses coole Kragenkleidchen nicht anziehen, weil ich leider einen ganz dollen Make-up-Rand an den Seiten habe und den habe ich nicht wegbekommen. Auf die Schnelle, ich muss es erst waschen. Tschüss. Wo ist Chatlin? Chat, tschüss. Bye. Chat? Bye. Chat, so schlimm ist es nicht. So schmutzig ist es Kleid nicht, ich schwöre. Komm zurück. Chat left the stream. Das habe ich gespürt. Au. Mit Schmack ist. Ja, genau da. Was ist das? Genau da, wo die Fontanellen zusammenwachsen. Heißen sie Fontanellen, ich glaube. Hä? Vier. Was? Okay, auf mysteriöse, das ist nicht das erste Mal, auf mysteriöse Art und Weise gehen meine Decke kaputt. Okay, Entschuldigung, so, ich wollte okay. Nicht, ich wollte vor kurzem eine Pause machen. Der war versehen. Auch. Und ich habe gar nichts damit zu tun, vielleicht weil die Sachen... Okay, darf ich jetzt Pause machen? Das war gerade ungünstiges Timing, es tut mir leid. Ich wollte nur gerade sagen, Midnight hat hier dieses Twitch...
Hallo, Entschuldigung. Hier, Midnight hat im Chat gerade Pizza-Time, dieses Twitch-Emote draufgepackt, ne? Und es ist einfach legit eine Pizza, wo eine Ananas einfach so im Ganzen draufgesmackt wurde. So, ja? Das ist Pizza und Ananas. So wie man es macht. Hallo, ich habe nichts gemacht, hallo Kenny. Aber... Scheiß Timing, ist immer besser. Mommy oder Django? Also, ich sag mal so. Die eine Person freut sich sehr und leckt mir über das ganze Gesicht. Aber Django ist halt auch süß. Selber Ferkel? Wisst ihr, wie meine Waschbären angekommen sind? Ich zeig euch mal Ferkel, warte. Das ist cool. Hier, seht ihr das? Wie glücklich der ist? Hat der ein Herz am Arsch? Das sind Ferkel. Ja, weil immer alles moderiert sein. Nein, bei so mir nicht. Uns. Mir ist es mir scheißegal. Nein, aber mir nicht. Ja, dann guck mich in meinen Discord. Oh. Hab dich nicht mal berührt. Doch. Nee. Hast du mich berührt? Ja? Ja. Beißen wir ganz kurz in ein Stück Zement. Passt auf. Ihr nehmt so euer Zement raus, geht so raus, ihr wart so gerade draußen spazieren, ne? Halt, nehmt so ein Stück Zement vom Boden und beißt so rein. Ja, was ist das? Das sieht nicht lecker aus. Keine Ahnung, wie du es geschafft hast. Mir ist es unangenehm, auf Arbeit zu kacken. Ey, Matthias, fühle ich. Ich sag's euch, wisst ihr, was das größte Gottesgeschenk ist? Und das hab ich, wenn ihr auf der Arbeit eine Toilette habt, die für euch allein ist, wo kein Mensch hingeht, weil sie keiner kennt. Ich habe so eine Toilette auf der Arbeit. Seitdem gehe ich mit weniger Angst zur Arbeit. Ja, kann ich verstehen. Man muss aber auch bedenken, dass wenn man während der Arbeitszeit auf Toilette geht, man quasi fürs aufs Klo gehen bezahlt wird. Denkt mal drüber nach. Vor allem, Kimberly muss jetzt gleich auch weg. Oder habe ich da was vergessen? Wo muss ich denn hin? Du hast Physiotherapie. Ach du Scheiße! Ja. Wann denn? Ja, gut. Party Reveal in 3. Mein König! 2, 1. Stimmt, Chagas hatte Geburtstag, ne? Chagas, wenn du das siehst, alles Gute nachträglich. Holy shit, ich hab's nur mitbekommen. Ja, ich dulli. Chagas hatte mich geradet und ich hab im VOD nachgeschaut, dass er den Geburtstagsstream macht und den Garten feiert. Und das ist hier das, was wir sehen. Alles Gute nachträglich. Ich hab's voll vercheckt. Es tut mir leid. Jetzt fällt's mir wieder ein. Aber wie geil ist das denn? Party. Deswegen hat man Party verbannt zu einer... zu einem Dasein im YouTube-Universum, weil das halt doch sehr, naja, intensiv ist. Ja, Patty, lauf mal. Ja, SpongeBob voll mit Gorilla, true. Oh nein. Das ist Patty? Das ist really Patty? Die große Patty-Reveal in 3, 2... Das ist wirklich Patty. Oh, Bastian, das Spiel haben wir schon gespielt, by the way. Kannst du selber entscheiden, ob wir das weiter, also ob wir das trotzdem spielen sollen oder ob du die Shattered bekommen sollst, die Punkte, ne? Eins. Das ist Patty? Nein, das ist doch ein Spaß, oder? Das ist Patty. Deswegen. Da lacht doch. Hat man Patty verbannt zu einer. Imagine. Also, ich dachte, man hätte eine sehr tiefe, basslastige Stimme gehört. Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, ob man Pattys Stimme hört nun mal. Das wäre ultra witzig, wenn der Avatar von Patty halt so cutesy ist, aber das halt einfach so ein Harry ist. Wenn Patty eigentlich so ein Harry ist, wäre so lustig. So ein 50-jähriger, ich fänd's lustig. Man weiß es nicht, ne? Patty redet nicht alles über Soundboard. Ja, aber ich meine, dass man gerade eine Stimme gehört hat. Und das wäre lustig, wenn Patty so ein Harry wäre. Weißt du, so ein Mit-40er Harry. Eigentlich voll cool draußen, eine coole Socke. Und dachte sich so, ja, ich fange mal jetzt spontan mit VTubing an. So. Aber ich mache das bewusst nicht, dass man meine Stimme nicht hört, weil sonst checkt jeder, dass ich... Versteht ihr? Das wäre lustig. Patty Reveal in 3, 2, 1... Das ist Patty, deswegen... Hört ihr das? Das ist ja lustig.
hat man Patti verbannt zu einer zu einem Dasein im YouTube-Universum, weil das halt doch. Patti ist ein Mann? Echt? Ah, das ist ja lustig. Das ist wirklich funny. Das ist lustig. Das ist cool. Naja, so sieht es. Ja, Patti, lauf mal. Okay, das ist eine Person hinter der Kamera. Du sollst laufen und nicht stehen bleiben. Ja, lauf! Du bist Nazgul und Henrik. Ja! Yo, stark! Toll zuckig geschossen, mein König. Das stimmt doch nicht mal 48 Monate. Das ist gelogen. Ich hatte mein Zweijähriges dieses Jahr. Oh Gott, ich bin so bescheuert. Hä? Gott, wie vierjähriges dieses Jahr? Nochmal. Nicht mal 48. Check ich da was nicht? Ja, klar. Ja, 24 Monate. Wäre dann zweijährig. Ja. Rico streamt doch nicht mal 48 Monate. Das ist richtig, das sind Ferienjahre. Das ist gelogen. Ich hatte mein Zweijähriges dieses Jahr. Ja. Quick Maths. Oh Gott, ich bin so bescheuert. Alles gut, Sarah, schön, dass du da bist. Ich finde es so faszinierend, bei männlichen Duschgel, das sind einfach immer so 50 in 1 Packungen. 50 in 1 kannst du verwenden als Duschgel, ja, als Shampoo, ja, als Spülung, als Zahnpasta, als Motoröl und als... Bestimmt. Als Mittel, um deine Schwiegermutter loszuwerden. Und wenn du aber in die Damenabteilung gehst, irgendwo in der Kaufhalle, musst du alles einzeln kaufen. Duschgel, Seife halt, ne, Shampoo, hier Spülung, Conditioner, Scheiß, Motoröl einzeln kaufen, Zahnpasta einzeln kaufen und eine Axt, eine Schaufel, Klebeband und Müllsäcke, um deine Schwiegermutter loszuwerden. Gute Auflistung. Oh. Bein. Wein. Katze. Süß. I wonder this time where she's gone. I wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Stark. Eins, zwei. Oh shit. Okay. Warte mal. Ah, live for life. Sauber, Sogi. Ihr könnt das ja gerne Dindl mitmachen, Chat, ne? Okay. Ja, eins, grüß. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zählt es? Ja. Gut, tschüss. Katha! Hast du dir gemerkt, was ich alles gesagt habe, was ich morgen machen möchte? Ja. Okay. Oh, ich habe eigentlich Hirn dabei. Oh, das ist nicht meins. Geh hier weg. Und ich habe keinen Mixer. Also habe ich mich vor meinen PC gesetzt und habe mit einem Löffel den Teig umgemixt. Und dann musste der 25 Minuten ziehen für die Hefe. Und dann stand der halt die ganze Zeit so bei mir am Schreibtisch. Und ich guck dann immer so Videos. Und ich hatte halt Hunger. Und ich hatte Bock, was zu essen. Und rohen Teig und ich habe einfach 80% des rohen Teigs gegessen. Und ich saß den ganzen Abend auf dem Pott. Mhm. Ich hatte so Bauchschmerzen. Ja. Aber ich bereue gar nichts. Kadet ab. Wieso ist der Bär so angry? Ja, hab mir auch gestern dann ein neues Dach gekauft, war. Ging aufs Haus. Stark. Wie, also komplett ohne Ton, wie das aber auch hier so. Ja, hab mir auch gestern dann ein neues Dach gekauft, war. Ging aufs Haus. Da könnte man einfach wirklich auch so ein GIF draus machen, ne? Einfach so ein. Oh, hab mir auch gestern so ein Meme. Das ist einfach ein Meme direkt. Ich hab ein neues Dach gekauft, war. Ging aufs Haus. Stark. Ging aufs Haus. Du kannst Mahlzeiten einstellen bei dem Ding. Du kannst Mahlzeiten einstellen von 1 bis 39. Und wieso sieht der Asche-Orang-Utan jetzt anders aus?
Den habe ich anders in Erinnerung. Ich war so, hä, und was heißt das jetzt? 1 bis 39? Ja. Da habe ich rumprobiert. Da gibt es so einen Manuellknopf. Wenn du raufklickst, dann kommen ein paar rein. Und ich hatte immer das Gefühl, das werden nicht mehr. Das sind immer die gleiche Menge an Kibbles, an Essen für sie, ne? Und dann habe ich mir auf 39 gestellt. Weißt du, was das ist? Oh nein. Das ist Gramm. Das sind 390 Gramm Hundefutter. Weißt du, wie viel von diesen leichten Trockenfutter-Dingen, 390 Gramm, ich saß da vorhin für 5 Minuten und hab zugesehen, wie mein gesamter Fußboden von einer Welle an Trockenfutter überflutet wurde. Weil geil. Scheiß Stein. Nachladen, 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 weg. Okay, Waffe wechseln. Oder so. Okay, Pfanne werfen. Auch gut. Stark. Why not? Das ist schon wieder ein... Das ist jetzt... Boah, das ist für die Sony Alpha. Chat, listen. Ich weiß nicht, welches Objektiv das ist. Für die Sony Alpha. Sekunde, Sekunde. Guess the price. Sieht man... Okay, man sieht nicht wirklich... Sony Alpha Objektiv. Ich bin bei... 600 Euro. Wieso höre ich nichts? Ehe für die scheiß Sony Alpha, die ich auch selber habe. Ja. Das Schlimmste, welches ich gerne hätte, kostet 1300 Euro. Ja. Es ist gebraucht, der will dann noch 400. Gebraucht. Die sind so teuer für die Sony Alpha. Oh Gott. 60 Euro. Gut, das wird gar nicht. Aber ja, warte mal. Sony, da, Kamera funktioniert für eine Halterung. Zustand gebraucht. Das wusste ich nicht. Aber 50 mm. Autofokus, okay. Funktioniert für eine Halterung. Okay. Ich habe ungefähr das Zehnfache geschätzt, aber okay. Was wäre Neupreis? Das würde ich jetzt gerne wissen. Sony DT 50mm. Okay. Sony DT 50mm. Da. Neupreis. Sony Deutschland. Kaufen. Kurz gucken. Nicht, dass ich mich jetzt doxe. Online kaufen. Nein. Nicht. Nein. Blockieren. Sony Expert, Deutschland, Frankfurt. Sekunde. Das will ich jetzt kurz wissen. AT Computer, ist doch scheißegal. Nein. Oh, der sagt mir nur, dass ich es da kaufen kann. Ich will einen Preis! Gib mir einen scheiß Preis! Testberichte, nein. Angebote. Angebote, Aktion. Auch nicht. Mann, Sony! Warum haben die keinen Webstore? Kann ich Amazon? 140, dankeschön. Nur noch eins auf Lager. 100 Euro. 100 Euro Neupreis. Okay. Machen wir so. Gekauft. Teuer für die Sony Alpha. Oh Gott. Gerne schön. Was ist der letzte Preis? Grüß dich, Tobi. Gut, das wird kein GTA-Spiel, Leute. Das Auto wäre schon 20 Mal explodiert. Bom. Stark. Timing. Vielleicht mit einer geilen Arschbombe im Sommer. Oh nein, du wird eine Arschbombe gemacht. Die Erde ist näher in die Sonne gerückt. Machst du gerade Fatshaming? Nein, das war gar nicht darauf bezogen. Machst du gerade Fatshaming? Ich hab mir gerade vorgestellt, wie du eine geile Arschbombe im Sommer machst in so einem geilen, an so einem jetzt geilen Sommer. Reicht, das gibt einen Twitter-Beef, wow. Das sage ich dir. Wow. Morgen bist du wieder in den Trends, wow. Mein Freund. Das kannst du aber mal glauben. Wie heißt denn die Scheiße? Bahnhof, Flughof, Flugbahnhof, Flug... Lilly, wie heißt denn das? Lilly? Ja? Nein! Doch! Nein. Oh doch! Genau das! Lilly, wie heißt denn das? Ich hab die ganze Zeit nur Flugbahnhof jetzt im Kopf, ne? Danke! Lilly, wie heißt denn das? Ja, wo die starten und wo die aufhören. Ja, das ist ja auch klar. Wie heißt das Wort? Das sucht die ja gerade. Was, nach welchem Wort sucht die Frau? Lilly, nach welchem Wort? Ich hab schon komplett vergessen, worum es bei ihr ging. Stark. Was ich hab einen HP. Einer müssen auf Side sein, glaube ich. Der peakt in 3, 2, 1. Jetzt kommt der Kuck. Toll, oh! Stark. Dalu schaut gut aus. Kommt der Kuck. Schau dir mal diesen freshen Mann an. Stark. Steht ihm. Leute, ich bin sehr unglücklich mittlerweile. Ja, ich hasse sie ich auch. Ich möchte etwas nehmen und wegwerfen, aber weil ich kein Rage-Gamer bin, würde ich so einen Schwachsinn niemals machen. Deswegen, sowas fände ich cringe. Ich hätte Gunshots ziemlich witzig gefunden.
Micha, ja. Hier links. Hier hinten. Bonk. Das war jetzt nicht so witzig. Doch. Oh Gott, ey. Bestes Spiel. So, wir haben es geschafft. Ein. Oh. Retro? Das zählt schon. Okay, ich sehe das Retro. Ist 25 Jahre alt. 20 mindestens. Hier ist eine Wespe, Luca! Okay. Hilfe! Die ist hier an der Kamera. An dem. Here we go! Bitte nicht alle gleichzeitig. Oh doch. Die sleepern. Aufwachen, Abschiedszeit. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Die sind tot. Die hab ich doch getötet. Jupp. Oh mein Gott. Okay. Ja, immerhin. Aber ist nicht beides das gleiche? Was? Oh ja, okay. Wer ist denn das? Valid, ja. Die Seele aus einem raussaugen und ihn heiraten ist quasi das gleiche. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Nein, das Schöne ist, man kann es auf so viele auch wunderschöne Intimitäten oder was auch immer interpretieren, ne? Natürlich, ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, es gibt Dinge, die mir passieren würden und es gibt Dinge, die mir nicht passieren würden. Weißt du, und wenn mir etwas nicht passiert, dann passiert es mir halt auch nicht. Zitate, danke. Ja, es gibt Dinge, die mir passieren würden und Dinge, die mir nicht passieren würden. Und was? Du kannst auch mein Mini-Würstchen leihen. Was, Mini-Würstchen? Dinge, die passieren würden, Dinge, die mir nicht passieren würden. Und wenn mir etwas nicht passiert, dann passiert mir das auch nicht. Cool! Stark. Du kannst auch mein Mini-Würstchen liken. Nein, mein Gott, nein! Nicht so! Nein! Ja, Leute, an dieser Stelle, das ist die beste Stelle für euch, jetzt dieses Video zu liken, zu abonnieren und einfach mal auch auf Twitch vorbeischauen, jeden Mittwoch und Donnerstag. Let's go. Nein. Have a good time. Nein. Nee. Das ist nicht passiert. So, lieber Chat. Genau, das ist mir passiert auf dem Schulausflug in Paris in der 8. Klasse. Meine ganze Klasse geht raus. Ich will auch rausgehen, als kleiner Matteo mit 13 Jahren oder 14, keine Ahnung. Die Tür geht zu, klemmt meine Tasche ein. Ich reiß an der Tasche, Tasche kommt irgendwann raus, Tür geht zu, fährt weiter. Ich dachte, gut, ich bin 13 Jahre alt und allein in Paris. Ist wie Kevin allein zu Hause. And the shadows conceal us. Death to Kronos. Brauen. Last night I dreamt of this. Natürlich hat sie vom Kochen geträumt. Ich spiele ja auch eine Frau. Uff. Ja, genau diese Lecksteine. Vielleicht bin ich das. Vielleicht bin ich das für ihn. Ich bin ein Leckstein. Weißt du, wir haben früher Leckmuschis gegessen. Und er ist ein Leckstein. Also ich bin anscheinend... Vielleicht wurde ich durch die Leckmuschi einen Leckstein. Wartete. Muschel. Warte, die heißt Leckmuscheln. Das macht's aber auch nicht so viel besser. Lecksteine, okay, Kontext. Lecksteine sind normalerweise so Salzdinger für Tiere, damit die, wenn sie Mineralien und Salze brauchen, an diesem Stein lecken können, wenn sie den Bedarf daran haben, ja? Und wenn... Sie hat jetzt gedacht, okay... Leckstein, weil Katze leckt sie ab wegen Schweiß und ist geil. Ja? Also. Horny Jay. Yes, Daddy. Oh, yes, Daddy. Oh, yes, Daddy. Unangenehm. Oh, yes, Daddy. Da war einfach eine Familie mit Familienvater. Da war eine Familie mit Familienvater und der hat so geguckt, als ob er genau weiß, was abgeht. Und der Sohn, der ein bisschen zu jung war, hat auch so geguckt, als ob er genau weiß, was abgeht. Yes, Dankeschön Daddy. Dankeschön dafür. Yes, Daddy. Man ja gar nicht hin. Keine Bang. Bangeschu! Bange meine ich. Oh, das ist mir letztens in der Bahn passiert. Ihr kennt doch diese Werbung, die immer an den Bahngleisen so hängen, diese Plakate.
Und da gab es ein Schild mit so Caritas, so, ja, Kinder bangen um ihr Leben. Ich bin natürlich dumm und lese Kinder bangen um ihr Leben. Achtung, flacher Witz, man könnte natürlich sagen, sie vermählen sich gerade. Ja, kennen wir schon von Rustalot, danke. Why not? Baba ist... Du kannst nicht gleichzeitig Baba und Win sein. Das habe ich vorhin zumindest probiert. Im letzten Level ging es nicht. Baba. Geht's halt? Ja, zu diesem Spiel! Stark. Wieso flackert das Licht ab und zu? Oh! Oh Gott, schwarzer Rose war verloren! Fuck! Mein Alert hat mich umgebracht! Perfekte Position entdeckt irgendwann! Ja, und dann war ich so zu dem Freund, ich komm gleich wieder, ich hol mir nur kurz meine Taucherbrille und dann bin ich kurz zur Düse, zack, zack, Küsschen. Ich weiß nicht, ob ich mich fremdschämen soll oder horny werden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ein bisschen was von beiden ist okay. Also so Luftpolsterfolie, so Blub-Popfolie, so Folie, die man poppen kann, die ist da drin, so. Wer jetzt horny wird, der sollte sich schämen. Und ich habe 100 Stück davon bestellt. Und die kamen in einem fucking riesigen Paket. In einem wirklich riesigen Paket. Das Paket wurde vor meine Tür gelegt. Das Paket wurde geklaut, bevor ich nach Hause gekommen bin. Am fucking selben Tag hat es nochmal geklingelt. Und mein Paket lag vor der Tür. Der fucking Dieb hat es geklaut, aufgemacht, sich gedacht, scheiße, das will ich gar nicht klauen. Wohin damit? Und hat es mir zurückgebracht. Hera, danke dir. Danke für die Hitterei. Alerts kommen danach. Was ist das? Irgendein Laden. Loot Shop. In den Tod. Ich hab verpasst, was passiert ist. Ich höre nochmal. Ja, gut, ne? Passiert. In den Tod. Boah, Alter, sich tot... Also, ich glaube, der schönste Tod, den du haben kannst, ist wirklich zu sterben dabei. Echt? Ich bin ein Arschbär, was geht ab? Ich bin so crazy, what the fuck? Ich hab Frühdienst, das ist doch richtig scheiße. Das schockt ja gar nicht, was geht ab? Das ist ja richtig abgefuckt. Ich hab einen Frühdienst, dann Spätdienst und dann hab ich wieder früh. Ist das geil? Wie ist das für ein... Das ist richtig strong. Das ist richtig gut. Nochmal. Den du haben kannst, ist wirklich zu sterben dabei. Für den Waschbär, was geht ab? Ich bin ein Waschbär, was geht ab? Ich bin so crazy, what the fuck? Ich hab keine Ahnung, was ich am Anfang gesagt habe. Ich hab Waschbär verstanden. Nochmal. Ich bin ein Waschbär, was geht ab? Ich bin so crazy, what the fuck? Ich hab Frühdienst, das ist doch richtig scheiße. Das schockt ja gar nicht, was geht ab? Das ist ja richtig abgefuckt. Ich hab einen Frühdienst, dann Spätdienst und dann hab ich wieder früh. Ist das geil? Mhm. Was ist das für ein Game? Es ist ein ziemlich beschissenes Game. Das nennt sich Real Life. Das nennt sich Arbeit. Also die Grafik ist okay. Die Story ist ziemlich scheiße. Die RPG-Elemente mit Aufleveln und so weiter sind der größte Rotz überhaupt. Es gibt kein Spiel, das so unendlich viel Zeit frisst, so viele Wiederholungen braucht, um dein Skillen etwas zu verbessern. Real Life, das wahre Dark Souls. Kami, sag ich schon. Ich sag auch noch mal Kami, es tut mir leid. Ich habe mich noch nicht an meinen Namen gewandelt. Nee, wie heißt das? Verwöhnt? Nee. Verwandelwöhnt? Verlohnt? Verloren? Ich habe mich noch nicht an meinen Namen verwandelt. Nee. Gewöhnt. Gewöhnt! Das war das Wort. Oh mein Gott. Ich habe manchmal so eine krasse Sprachnachricht. Sprachstörung. Was? Ich glaube, sie sind verloren. Oh, cool. Nein, ich bin hässlich. Hä? Oh. Was? Ja, man hat doch wirklich mein Gehirn mit einer alten Trompete ausgetauscht. Ah ja? Hi, Dame. Ja, enger wär auf jeden Fall besser. Sass. Ich
liken, abonnieren, kommentieren. Oh Gott, das Essen ist so scharf. Und auf Twitch gehen. Jeden Mittwoch, Donnerstag, 19:30 Uhr. Wisst ihr Bescheid? Okay, so, dann haben wir uns schön eingestimmt. Vielen herzlichen Dank für das Video dieser Woche. 256. Unerwartete Berührungen. Ich hoffe, dass ihr doch mal hier auf den Abonnieren-Button berührt. Ja, dass ihr den das mal richtig schön mit diesem Link-Händchen hier, ne? Dass ihr da draufklickt. Das wäre fein. Das wäre super. Und auf Like. Und auf den Link unten in der Beschreibung. Wäre mir eine absolute Ehre. Schaut gerne mal rein. 19:30 Uhr auf Twitch. Bei Dito Mido. Vielen Dank und tschüss, YouTube. Tschüss.